Moin Leute, und heute zeige ich euch, wie ihr ganz leicht die Vorbereitungsmission von Akt 1, 2 oder 3 überspringen könnt. Und das Beste, Leute, es ist sogar Solo. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Naja, ihr braucht natürlich die Basis und natürlich den Raubüberfall, den ihr machen möchtet, aber keine Zeit oder keine Lust habt, die Vorbereitung zu machen. So, in meinem Fall zeige ich euch jetzt Akt 2. So, seid ihr jetzt beim Raubüberfall drinne, beziehungsweise in einem Vorbereitungsraum, müsst ihr jetzt einfach die rechte Pfeiltaste drücken, um auf die Tafel drauf zuzugreifen. So, ihr seht es bei mir, ich habe noch keine Vorbereitungsmission gespielt oder Ausrüstungsmission gekauft oder sonst irgendwas. Genau das braucht ihr auch, Leute, denn wenn ihr einmal irgendwas gekauft habt und es hat bei euch nicht funktioniert, dann könnt ihr diese gekaufte Mission bzw. diese Vorbereitungsmission nicht mehr überspringen. Deswegen, Leute, macht das von Anfang an, dann könnt ihr es direkt bis zum Überfall selber überspringen und damit habt ihr super viel Zeit gespart. Okay, gut. Was ist jetzt hier das Geheimnis? Naja, ihr müsst euch jetzt anhören, wie sich das Sound anhört. Also sprich, wenn ich jetzt die rechte Pfeiltaste drücke. Ihr hört es auf dem Headset, wie sich das anhört, wenn ich den Cursor links und rechts schicke. So, diesen Sound müsst ihr euch im Gedenken abspeichern. Denn jetzt drücke ich die Viereck-Taste. Und diese Viereck-Taste, um die Vorbereitungsmission bzw. die Ausrüstungsmission zu kaufen, hat einen anderen Sound. Und was wir jetzt gleich brauchen, Leute, ist tatsächlich das kombiniert. Was meine ich jetzt kombiniert? Naja, ihr müsst diese beiden Sounds gleichzeitig hören. Also es hört sich unnatürlich an, es hört sich irgendwie falsch an, und genau das braucht ihr, Leute. Also, das Geheimnis hier ist auch wiederum, ihr müsst jetzt die Vierecktaste gedrückt halten. Indem ihr die Vierecktaste gedrückt hält, kommt dieser Kaufbildschirm nicht, denn der Kaufbildschirm kommt erst, wenn die Vierecktaste wieder loslasst. Und sobald ihr die Vierecktaste loslasst, müsst ihr die rechte Pfeiltaste drücken. So, ich versuche das jetzt einmal. Okay, bei mir hat das jetzt nicht funktioniert. Ich habe das Timing das jetzt nicht hinbekommen. Aber Leute, es funktioniert. Wir versuchen es jetzt einfach nochmal. Sprich, ich halte jetzt die Viereck-Taste gedrückt und drücke jetzt die rechte Pfeiltaste und zack. Ich habe jetzt in meinen Kopfhörern gehört, dass dieser Ton doppelt kam. Also sprich, für die rechte Pfeiltaste und für den Kaufbildschirm. Und jetzt kaufe ich auch die Ausrüstung. So, was passiert jetzt? Ihr seht ja jetzt, dass ich das gekauft habe, aber irgendwie trotzdem noch alles rot ist. Und Leute, das ist normal. Sprich, ihr müsst einfach darauf vertrauen, dass ihr es jetzt hinbekommen habt und geht jetzt eins nach unten und macht da jetzt weiter. Es ist wirklich völlig normal, dass ihr jetzt nicht da stehen seht, abgeschlossen oder gekauft oder sonst irgendwas. Wenn ihr das seht, dass ihr irgendwas gekauft habt oder irgendwas abgeschlossen habt, dann habt ihr es generell falsch gemacht und müsst es theoretisch nochmal von vorne machen. So, egal, wir machen jetzt nochmal weiter mit der nächsten Vorbereitungsmission. Sprich, ich gehe jetzt wieder auf diese Ausrüstungskaufen, halte die Viereck-Taste gedrückt, drücke jetzt die rechte Pfeiltaste und zack. Der Ton kam bei mir wieder, sprich, ich kaufe das jetzt wieder. Und das macht ihr bis zur letzten Mission. Ich spule jetzt mal ein bisschen vor, denn das Prinzip ist immer das gleiche. So, bei unteren Missionen, bei der letzten Mission zeige ich das auch schon nochmal, denn hier haben wir zwei Ausrüstungsmissionen. Was macht ihr jetzt hier? Naja, ihr nehmt die rechte, beziehungsweise die näher dran ist an der Vorbereitungsmission. Sprich, wir machen jetzt da wieder diesen Glitch. Sprich, wir halten wieder die Vierecktaste gedrückt, drücken jetzt die rechte Pfeiltaste, wenn wir die Vierecktaste wieder loslassen. Ihr wisst, was ich meine. Und zack. Hat es jetzt wieder Helm bekommen. Ne? Ton achten, ganz wichtig. So, und jetzt haben wir es überall gemacht. Aber wir sehen jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie den Raubüberfall starten können. Naja, dafür müsst ihr jetzt wieder aus dem Planungsbildschirm rausgehen. Wenn ihr draußen seid, öffnet ihr euer Interaktionsmenü, geht auf Basisverwaltung und macht diesen Bildschirm einmal aus und wieder an. Und Leute, it's magic. Auf einmal könnt ihr den Raubüberfall starten und das ist richtig cool, Leute. Denn jetzt könnt ihr eure Freunde einladen und direkt Cash mit verdienen. Ich gebe zu, Leute, dieser Glitch ist nicht der leichteste, den es gibt, aber einer der effektivsten und vor allen Dingen erst Solo, Leute. Wenn euch dieser Glitch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da und für die Leute, die mich noch nicht kennen, warum auch immer, dann abonniert mich, sonst verpasst ihr solche krassen Tutorials immer wieder und es wäre doch eigentlich schade. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.